Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Frühe Geburten nehmen in der Schweiz zu, weil die Bevölkerung wächst und Frauen immer mehr Kinder bekommen. Zusätzlich macht die Medizin grosse Fortschritte. Das bewirkt, dass Plätze auf der Neonatologie, der Abteilung für Frühgeburten, immer rarer werden. Im Unispital Zürich hat man auf diese Entwicklung reagiert und eine komplett neue Abteilung gebaut. Am Morgen um 7 Uhr ist viel los auf der Frühgeburtenabteilung des Unispital. Normalerweise herrscht hier eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre. Doch heute ist alles anders. Guten Morgen, Leon. So, tun wir dir ein neues Zuhause suchen. Hm? Eine Ärztin und eine Pflegerin machen sich auf den Weg mit der winzigen Fracht. Normalerweise wird ein Frühgeborenes auf der Station rund um die Uhr überwacht. Frühgeborene haben noch nicht richtig ausgereifte Organe. Beim Leon tut man darum auch unterwegs messen, wie es ihm geht. Das ist einerseits die Sättigung vom Sauerstoff, also wie viel Sauerstoff der Bub im Blut hat. Andererseits sehen wir aber auch, wie schnell sein Herz schlägt. Und das ist einfach wichtig zur Überwachung, bis dann wieder am Monitor angeschlossen sind. Ankunft im Neubau. Die heikle Mission ist bald abgeschlossen. Morgen. Alle müssen sich zuerst mit der neuen Technik anfreunden. Ich glaube, das Kabel müssen wir unten durchziehen. Noch. Der Leon hat von all dem nichts mitbekommen. Er schläft friedlich. Die Ärzte und Pfleger sind aber auf alle Notfälle vorbereitet gewesen. Das Schlimmste, was gewesen wäre, ist, dass das Kind plötzlich mit dem Herzschlag langsam wird, also bradikard wird. Dann hätte man schauen. Muss man stimulieren, muss man es massieren oder braucht es plötzlich aus irgendeinem Grund Sauerstoff? Dann hat man sofort Sauerstoff organisieren. Wobei jetzt all die Kinder, die wir jetzt so haben zügeln ohne Sauerstoffflaschen, da hat man nicht erwartet, dass irgendetwas plötzlich passieren wird. Der Grund für den Neubau ist der Bevölkerungszuwachs. In den letzten 10 Jahren ist die jährliche Geburtenzahl in der Schweiz vor allem wegen dem Zuzug von außen um ungefähr 10'000 Geburten gestiegen. Das wirkt sich auf die Zahl der zu Frühgeborenen aus. Die Anzahl Frühgeburten hat sich in den Schweizer Spitälern in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Die neue Intensivstation der Neonatologie am Unispital hat 18 Betten. Das sind 10 mehr als auf der alten. Dafür baut man in der Betenstation ab. Insgesamt hat man jetzt 32 Plätze. Dank dem medizinischen Fortschritt haben heute Frühgeborene, die in der 24. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen, bereits eine Überlebenschance, wenn auch nur von 50%. Das bedeutet, man kann heute mehr Kinder behandeln als früher. Man könnte den kleineren, den jüngeren Kindern helfen, aber auch solchen, die Fehlbildungen haben, Herzfehler, die man heute operieren kann, vor 5, 10 Jahren noch nicht operiert hat. Also da können wir sehr viel machen. Das ist die eine Seite. Die Medizin macht Fortschritt. Und auf der anderen Seite sind die Erwartungen, die die Eltern heute haben. Gerade weil sie nur noch 1 oder vielleicht 2 Kinder haben, sind viel höher. Also die wollen, dass man viel macht, die wollen mehr für ihr Kind als vielleicht früher Familie, die halt 10 Kinder hatte. Da konnte man auch eher akzeptieren, dass eins jetzt weniger überlebt. Ein weiterer Grund für Frühgeburten. Frauen bekommen immer später Kinder. Heute ist das im Schnitt mit 30 der Fall beim ersten Kind. Ein weiteres Problem bei den Frühgeburten. Es hat nicht nur zu wenig Plätze im Spital, es fehlt auch am richtigen Personal. Also wir machen grosse Anstrengungen, um vor allem junge Leute zu motivieren. Zuerst geht es einmal darum, den Beruf ins Auge zu fassen. Man wird eben nicht gerade so direkt neugeborene Pflegende. Zuerst muss man das pflegende Diplom haben und dann ist es ein Nachtdiplomstudium, das nachher drauf kommt. Nach dem Umzug der Kinder kommen auch die Mütter zum ersten Mal in die neue Station. Zum Vergleich, so hat es vorher ausgesehen. Es war eng und die Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt. Jetzt haben die Eltern viel besseren Zugang.
Das ist nicht nur bequemer, sondern es hat auch medizinische Gründe. Wir wissen, dass der Kontakt vom Kind zur Mutter und auch zum Vater in den ersten paar Stunden besonders wichtig ist, um eine Bindung herzustellen. Und gerade bei kranken Kindern, bei frühgeborenen Kindern, ist das besonders wichtig und das können wir jetzt hier ermöglichen. Auch wenn ein Kind Intensivbehandlung braucht, die Mutter kann mindestens eine gewisse Zeit ganz nah bei ihm sein. Hi, Mastrein. Hallo. Hoi. Auch die Mutter des kleinen Leon kommt zum ersten Mal dahin. Ja, es ist schön hier. Es ist ganz viel Platz und alles neu. Und ja, es ist sehr schön. Bis vor zwei Tagen hat man den Leon noch künstlich ernährt. Jetzt trinkt er schon selber und bald ist es Zeit zum Heimgehen. Am nächsten Montag begleiten wir hier auf der Neonatologie Zwilling. In der ersten Stunde von ihrem Leben zeigen kritische Momente und begleiten die Mutter, wenn sie das erste Mal auf ihre Kind trifft, nach dem Kaiserschnitt. Das wäre es bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Auf Wiedersehen. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.